Ihre ultimativen drei Tipps. Wie könnte man das denn umsetzen? Also man kann es auftauen, denke ich mir, indem wir als Pädagogen dafür sorgen, dass emotionale Kompetenz ein ganz, ganz wichtiger Faktor wird im Rahmen der Personalkompetenz. Also es ist egal, was du sagst und was du tust, letztendlich ist entscheidend, welches Gefühl du bei jemandem hinterlässt. Und der dritte Punkt wäre für mich, dass wir auch eine meta-emotionale Kompetenz entwickeln, dass wir also über die Emotionen nachdenken, über die eigenen, über die der anderen zum Beispiel, um einfach mehr in die Beziehung zu kommen. Also Emotionen und Wohlfühlen ist für mich ein entscheidender Punkt für eine gelingende Beziehung. Den Kitas ist nach PISA hier in Deutschland ja der Vorwurf gemacht worden, sie machen Kuschelpädagogik. Und dagegen ist gesetzt worden das französische Modell der École Maternelle, wo dann gesagt wurde, da lernen die Kinder schon ab 3 und in Deutschland spielen sie nur. Ja? Also das wird ja auch angegriffen, also diese Wärme in der Bildung. Ja? Also auch für sich selber zu sorgen, auch die Mitarbeiter. Zum Beispiel, wenn sie die Kälte spüren in einer Beziehung, zu sagen, hallo, hier ist es frostig. Ja? Das tut den Kindern nicht gut und das tut dir auch nicht gut. Die andere Seite, es ist ein Bildungshype, der bei den Allerjüngsten einsetzt. Kinder sollen immer schneller, immer besser, immer mehr lernen in immer kürzerer Zeit. Und da erwächst ja ein Druck, also bei den Eltern, bei den Fachkräften, also in den Kindertageseinrichtungen, der immens ist und von dem sie sich auch kaum befreien können. Ja, ne, wenn die ankommen und der Vormittag war schon mal schlecht, das merkt man ja schon, wenn die reinkommen. Und dann muss man sie einfach auch mal ein bisschen loslassen. Und diese Freiheit haben wir, weil wir nicht so diesen Druck haben. Das erinnert mich an die besondere Rolle von Großeltern. So Eltern haben häufig richtige Mühe mit der Erziehung ihrer Kinder. Und zwar nicht, weil sie nicht lieb haben, sondern weil sie zu viel glauben, tun zu müssen und auf so vieles achten müssen. Und erst dieser Abstand, den man als Großeltern hat, macht einen so frei, dass man jetzt wirklich anfangen kann, das Kind so zu sehen, wie es ist und nicht so, wie man es gerne hätte oder wie man meint, wie man es machen muss. Und das Ergebnis davon ist beeindruckend. Man darf aus dem Kind nichts machen wollen, damit es etwas zustande bringt. Also für mich wäre die Frage, was macht einen guten Pädagogen aus, richtiger? Weil ich glaube, dass der Mensch, der dahinter steckt, ja eigentlich die Pädagogik macht. Man sollte vorher auf jeden Fall die Menschen, die so eine Ausbildung machen wollen, auch so eine Art Prüfung unterziehen und zu gucken, was sind denn für emotionale Kompetenzen da. Ich möchte das jetzt noch zusammenfassen, was wir heute diskutiert haben. Und ich mache das nicht mit Worten, sondern mit der Macht der Bilder. Und ich fange an mit der Temperatur und habe hier ein Badethermometer. Und dann denke ich nochmal an das schwarze Schaf. Und das schwarze Schaf braucht Mut. Und dann haben wir uns eine Geschichte angehört aus dem schönen Buch von Michael Ende, Momo. Wird hier schon ein bisschen eng. Und wir haben über Schlüsselerlebnisse gesprochen. Den können wir noch zusammenlegen. Damit entzünden wir jetzt noch die Flamme der Begeisterung. Und jetzt sage ich mal ganz frech, das alles macht gute Pädagogik aus. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.